Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe vom Do-It-Talk. Heute bin ich wieder in Graz und ich muss mal sagen, danke, dass er die Einladung angenommen hat mit einem wunderschönen Blick auf Graz-Gösting. Nämlich heute bin ich bei unserem steirischen Vorzeigeunternehmer, dem Herrn Werner Gröbel. Hallo Herr Gröbel. Hallo. Wie geht's Ihnen heute? Ja, mir geht's immer gut, das ist nicht nur heute. Das heißt, immer voll motiviert, immer voll am Tun. Ah, immer können Sie nicht voll motiviert sein, aber das ist von mir eine Grundeinstellung, dass ich mal sage, mir geht es immer gut. Ja, mir geht es deshalb auch immer gut, wenn ich sage, mir geht es schlecht und das jeden Tag 10-mal sage, dann kann ich das bringen. Genau, das heißt, Gedanken werden wahr. Ich habe natürlich einiges aus dem Internet von Ihrer Seite ausgedruckt da und bin dann doch ziemlich inspiriert worden, wie zum Beispiel der erste Satz da, vom Sitzenbleiber zum Unternehmer, jetzt zur echten Berufung. Und das finde ich einen schönen Satz, weil die Welt ändert sich ja immer mehr. Das heißt, das Burnout, das kennen Sie wahrscheinlich, kommt ja nur deswegen wahrscheinlich, weil man nicht das tut, was man gern tut. Und wie sehen Sie das mit der Berufung? Ja, ich gehe davon aus, dass jeder Mensch von uns eine Berufung hat. Und wir wissen, das, was du gern tust, das machst du auch gut. Ja. Und deswegen, glaube ich, hat uns das Leben auch die Aufgabe gegeben, herauszufinden, was unsere Aufgabe in dem Leben ist, und es klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, was unsere Berufung ist. Ja. Nein, das ist ja schon das Schöne im Wort drinnen, Beruf und Berufung, wenn man auch sein Talent jetzt erlebt. Und dann habe ich weitergelesen, geben und nehmen. Das ist ja auch ein wichtiges und Beispiel. Ich würde sagen, das ist ein Teil, ich sag, meiner Berufung. Und das ist jetzt so, dass ich kein junger Bub mehr bin, sondern ich bin 52 und da ist halt auch schon ein bisschen eine Lebenserfahrung. Ja. Ich habe das schon so oft erlebt, also ich habe ehrlich gesagt das immer wieder zurückbekommen, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Gott sei Dank hat sich das Positive in Summe öfter bewahrheitet, und die meisten Leute glauben das gar nicht. Das kommt oft viel schneller zurück, als sie glauben. Ja. Na, das definitiv. Dann lese ich weiter, Werte und Überzeugungen. Was sind so Ihre Grundwerte? Also ein Grundwert, den haben mir natürlich, ich sag, meine Eltern schon einmal mitgegeben. Mein Vater hat einmal gesagt, dass nicht alle Menschen gleich sein können, aber ich kann alle Menschen mit gleicher Hochachtung, ich sag, behandeln und entgegenkommen, und jeder Mensch ist wichtig. Ja. Und das ist zum Beispiel einer, ich sag, der Grundwerte, die sich im sind im Privatleben so wie im Berufsleben. Ich sage jetzt ein Beispiel, wer ist jetzt wichtiger? Ich sage jetzt zum Beispiel in einem Möbelhaus, weil ich aus der Branche komme, jetzt der Besitzer des Möbelhauses, oder ich sage bewusst jetzt die Putzfrau, die also die Verantwortung hat, dass das alles sauber ist. Ich würde mal sagen, für den Endkunden ist die Reinigung einmal ein ganz entscheidender Faktor. Und wem das Möbelhaus gehört, ist dem ehrlich gesagt furzegal. Nein, das stimmt, Wir nehmen uns nur alle viel zu wichtig. Von uns. Ja. Es ist gerade so ein Stichwort eingefallen, weil Sie gesagt haben, Unternehmen und so weiter. Wie sehen Sie momentan die Unternehmenswelt generell? Wie ändert sich das Ganze im Vergleich zu vor 30, 40 Jahren? Weil ich habe gesehen, in Ihrer Biografie drinnen, das erste Geld mit 15 Jahren verdient, dann mit 16 Jahren die Gastwirtschaft, mit 21 Jahren dann einen elterlichen Betrieb. Was hat sich von damals zu heute geändert? Ich glaube, was sich schon geändert hat, ist, dass wir uns also von einer Welt, ich sag, des Bedarfes in eine Welt des Bedürfnisses bewegt haben. Und deswegen glauben wir auch viele, dass es ihnen, ich sag, so schlecht geht. Ja? Nicht, dass ich jetzt missverstanden bin. Also ich bin hundertprozentig dafür, dass es eine Steuerreform gibt, dass also Leute, die ein geringes Einkommen, die müssen einfach mehr kriegen. Und das liegt daran, ich sage, dass einfach unsere Politik eine zu hohe Steuerlast zugelassen hat. Ja? Und da ist dringendster Handlungsbedarf. Ja. Aber summa summarum geht es heute, ich sage, am Durchschnittsbürger besser als am König vor 100 Jahren. Das ist definitiv. Ja, es hat jeder die Freiheit, mit einem Flugzeug wohin fliegen zu können. Das war 100 Jahre nicht gegangen. Es hat heute, ich sage, ein Normalbürger eine wesentlich bessere ärztliche Versorgung als damals. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann sagen vielleicht mehrere Menschen, mir geht es heute richtig gut. Ja. Und
Was nicht heißt, dass es da nicht noch ein Steigerungspotenzial gibt. Also, ich glaube immer, dass wir so diese Zufriedenheit so haben, weil ich komme ja ab und zu immer in diesen Fehler hinein. Du willst immer mehr und das wirst du noch erreichen und so weiter. Und siehst aber nicht, was hast du jetzt bis jetzt schon erreicht, diese Dankbarkeit zu haben. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit auch schwerer, weil ich gehe mal davon aus, dem Kaiser Franz Josef ist das Handy nicht abgegangen. Ja? Nehmen wir es heute einmal jemandem das Handy ab und dann denkt sich, bitte, da fällt jetzt was. Ja? Nehmen wir es heute jemandem den Fernseher ab, der gewohnt ist, dass er am Abend immer fernsieht. Nehmen Sie jemanden seine Urlaubsreise weg, der geplant hat. Ja? Also wir leben schon, ich sage, auf einem Niveau, wo es uns gut geht. Ich habe immer gesagt, so jammern auf hohem Niveau, es geht an jedem gut. Es geht nicht so, dass jedem gut geht, aber es geht vielen gut und ich muss schon sagen, es könnte vielen besser gehen. Und eins ist, die Steuern müssen runter. Ja. Und eins ist aber auch klar, die sagen, die Steuern müssen beim anderen runter, die irren sich. Ja. Weil wenn, ich sage, Beispiel, wir haben da bei uns einen Nahversorger im Wohnpark, wenn der Biller höhere Steuern zahlt, wird dann ihre Wurstsemmel billiger oder teurer, wenn sie eine kaufen? Die ist definitiv teurer. Ja. Machen wir, besteuern wir den Spar, dann werden die Produkte beim Spar teurer. Ja. Jetzt besteuern wir die Banken höher, kriegen wir dann höhere oder niedrigere Zinsen für unser Geld, dann kriegen wir niedrigere. Und wenn uns allen einmal bewusst ist, dass wir allen in einem Boot sitzen, dann gelingt es unseren Politikern nicht mehr, ich sage jetzt definitiv, uns anzulügen. Es ist eine Lüge, die Steuer von wem anders zu verlangen. Ja. Eine Steuer trifft immer uns. Und die muss so niedrig wie möglich gehalten werden. Und die Verantwortung haben, müssen schauen, dass sie mit ihren Budgets zurechtkommen. Ja. Wie schaust du generell aus? Weil ich sehe immer, bin ich noch relativ jung, jetzt werde ich 34, bin seit 15 Jahren Unternehmer. Und wenn man sich dann anschaut, du rackerst die ab als Unternehmer, schaust, dass immer alles rund läuft. Und dann kriegst du wieder die Keule links und rechts von der Steuer und von der SVA und denkst dir, für wen arbeitest du dann überhaupt? Weil da verliert man ab und zu schon die Motivation dann auch. Ist ja auch logisch. Also ist ja so gleich. Die Steuern, die Sie zahlen, die müssen Sie dann wieder umschlagen auf Ihre Produkte. Dadurch können Sie Ihre Produkte vielleicht schlechter verkaufen, weil sie vielleicht nicht mehr die billigsten sind. Und ich sage, deswegen trifft uns das alle. Und ich kann mir schon vorstellen, als Unternehmer, oder ich weiß es, dass Sie manchmal denken, das gibt es ja gar nicht. Ja. Nur wenn der Endkunde einmal weiß, dass das, was Sie zahlen müssen, im Endeffekt auch er zahlt, dann wird es uns gelingen, dass es uns allen noch besser geht. Wie haben Sie das Gefühl, dass da jetzt so ein Umdenken stattfindet, generell bei den Leuten draußen? Wie nehmen Sie das wahr? Ich nehme das schon wahr. Ich habe mich lange davor gewehrt, mich zum Beispiel mit Facebook näher zu beschäftigen und habe gesagt, das ist ein Schwachsinn, ein soziales Medium. Heute sage ich, das ist sehr sozial, weil hier bestimmen nämlich die Benutzer, welche Botschaften das weitergegeben werden. Mhm. Dinge, die vorher unter dem Tisch gekehrt wurden, werden heute dort gepostet und sind für jeden einsehbar. Ja. Und es können auch keine Medienkonzerne mehr die Nachrichten steuern. Wenn heute ein Politiker sagt, nächstes Jahr endet es und im nächsten Jahr hat er es vergessen, dann wird es über Facebook verbreitet. Nur das haben die meisten noch gar nicht gemerkt. Verstanden, ja. Ich sage jetzt ein Beispiel in der EU. Das wurde immer verschwiegen, dass EU-Beamte fast keine Steuern bezahlen. Auch die Medien haben darüber nicht berichtet. Ja. Auf Facebook habe ich ein Posting, das wurde geteilt. Bitte, das wurde mit dem heutigen Tag 6.900 Mal geteilt. Das haben in der Zwischenzeit schon fast 2 Millionen Menschen gesehen. Und offensichtlich kapieren die das noch immer nicht, dass sich die Menschen untereinander schon solidarisieren. Das wird nicht weniger, sondern das wird immer mehr. Wie sehen Sie da also die Entwicklung von den neuen Unternehmen? Es wird ja immer sehr oft geredet, Generation Y, die neue Generation. Ist es jetzt nur wieder so ein Hype oder war das schon immer so? Ich glaube schon, dass es eine neue Generation, ich sage mal, von Branchen gibt. Ja. Das bewirkt natürlich auch, dass es eine neue Generation von Unternehmern gibt. Und das finde ich einfach
super. Es ist auch die ganze, ich sag, Informationstechnologie eine ganz andere. Ja. Ich habe zum Beispiel in der Schule immer sehr schlecht auswendig gelernt und habe deswegen nicht immer die besten Noten gehabt. Ich habe halt am besten abschreiben können von alle. Ja. Hat mir am meisten geholfen, weil ich habe einfach gelernt, dort nachzuschauen. Ja. Und ja, in der Regel ist das, was ich nachgeschaut habe, richtiger als das, was ich im Kopf gehabt habe. Und ich würde sagen, die heutige Generation, die googelt die Dinge, die schaut nach, holt sich Informationen vom Internet, muss checken, ob das stimmt, aber ja, wenn sie ja da routiniert sind, dann schaffen sie das auch. Die Zungen, wir sind einfach in einer Informationstechnologie, die, ja, ich sag, spitze ist, ja, und viele Chancen bringt für, ja, jene, die schnell und intelligent schauen. Ja, das war jetzt interessant, was Sie gesagt haben, das habe ich nämlich gerade vorher aufgeschrieben, Schulsystem, weil Sie gesagt haben, mit man, wenn man es anschaut, das Schulsystem, meine Frau sagt immer wieder, das sind die ganzen Wiederkäuer, die lernen jetzt was auswendig, spucken es für die Prüfung aus und dann vergessen sie das Ganze wieder. Es ist so, dass unser Schulsystem generell reformiert gehört, weil einfach ein anderes Denken da ist. Ja. Das fängt aber auch schon damit an, vielleicht schaffe ich mir damit nicht Freunde, aber wenn wir einen schlechten Mitarbeiter bei uns haben, dann trennen wir uns. Und das muss eingeführt werden. Wenn ein Lehrer schlecht ist, ja, dann muss er ausgetauscht werden. Dann bin ich vielleicht in einem Einzelfall hart, aber ich kann ja nicht zulassen, dass ein schlechter Lehrer 30 Jahre schlecht Jugendliche und Kinder ausbildet. Ja. Das muss geändert werden. Ich meine, das ist sowieso jetzt ein Kernthema. Sowieso, wenn ich mich zurückerinnere, ich habe 3 Jahre die Handelsschule besucht, habe dort natürlich Englisch auch gehabt. Und ich habe einen Englischprofessor gehabt, wo du gedacht hast, um Gottes Willen. Und du hast die, das waren 30 Schüler und jeder hat schon Angst gehabt vor der Englischstunde. Wen hat er beim nächsten wieder auf den Kicker oben? Ja, aber dann sind wir wieder dort, was ist die Berufung? Ja, genau. Die Berufung eines Lehrers kann nur sein, dass er sein Wissen weitergibt, dass er, ich sag, weitergibt, dass die Schüler selbstständig werden, dass er, ich sag, Jugendliche heranzieht, die mit beiden Beinen am Boden stehen, und die würde sagen, es ist ein Verbrechen, ja, wenn ein Lehrer zulässt, dass die Schüler von ihm Angst haben. Es ist ein Verbrechen, wenn er Schülern es vermisst, dass sie weiterkommen wollen. Ja. Und da ist unser Gesetzgeber verpflichtet. Und sozial zu sein, ja, komplett am falschen Platz. Ja, ja. Sozial ist es, sich hinter die jungen Menschen zu stellen. Sozial ist es, zu schauen, dass die eine ordentliche Ausbildung bekommen. Das ist nicht mit auswendig lernen, sondern die Jugend muss einfach darin gefördert werden, selbstständig zu denken, selbstständig zu lernen, selbstständig zu agieren. Ja, ja. Nein, und also dann wird es uns allen noch einmal besser gehen. Ja, 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 aber du ziehst ja genau der neue Unternehmer oder neue eigenständig denkende Menschen heran und keine Wiederkäuer. Ja, das ist so. Ich glaube, unsere Aufgabe ist es, Eigenverantwortung zu fördern. Ja, ja. Nein, da ist ja sogar so eine Seminaridee von mir, den Menschen diese Basics mitzugeben. Wenn ich anschaue, war 7 Jahre lang Versicherungsmakler und ich habe da sogar einen Tweet gelesen von einer 18-jährigen Schülerin in Deutschland raus, die das sogar mitbekommen hat, die zum Beispiel gesagt, ich kann jetzt da ein Gedicht in 4 Sprachen wiedergeben und niederschreiben und wiederholen, aber wie ja ein Haushaltsbuch führe oder meine Versicherung abschließt, das weiß ich nicht, mit 18 Jahren. Ja. Wobei ich sage, es gibt ja noch viel wichtigere Dinge. Schauen Sie, was ist im Leben wichtig? Eines der wichtigsten Dinge, nicht nur für mich, sondern für jeden, ist einfach Partnerschaft. Mhm. Haben Sie in der Schule jeweils etwas gelernt über Partnerschaft? Nein, überhaupt nicht, gar nichts. Haben Sie jemals etwas gelernt über Konfliktbewältigung? Ja. Ich glaube, dass wir rhetorisch, ich sage jetzt, ganz gut drauf sind. Haben Sie jemals über Rhetorik etwas gelernt in der Schule? Ja, gar nichts, gar nichts. Ich meine, vielleicht habe ich jetzt ein paar Vollfehler drinnen, aber wir müssen ja lernen, wie wir einfach unsere Überzeugung weiterbringen, wie wir das auf den Punkt bringen. Ja, ja. Haben Sie schon mal gelernt, wie Sie Geld verdienen in der Schule? Haben Sie schon mal gelernt, wie Sie Geld sparen können? Ja, genau das sind die Dinge. Haben Sie schon einmal gelernt, Widerstand zu leisten? Widerstand zu leisten, wenn Sie angelogen werden? Ne? Ja. Ganz egal von wem. Das sind lauter Dinge, die wir im Leben brauchen, um unseren Standard abzusichern. Und ich glaube, da gibt es großen Bedarf. Nein, das ist interessant. Ja. Das sind Kernthemen. Ja, und wenn wir das angehen, dann glaube ich, haben wir dann eine ganz andere Zukunft auch.
wir werden das angehen. Ja. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass uns die neuen Medien dabei helfen. Ja, das ist das Tolle daran. Also deswegen freue ich mich auch mit diesen Ideen, mit dem Do-It-Talk. Dann habe ich noch vor, weitere Videos zu produzieren, weil im Prinzip kann ja jeder heute Sender sein. Du hast einen YouTube-Kanal, du hast Facebook, du hast die Homepage und du hast im Prinzip eine Erreichbarkeit von in deutscher Sprache 100 Millionen zum Beispiel. Jeder mit einem Klick kann das Ganze mitverfolgen. Wir kennen es ja. Und Ungerechtigkeiten werden heute verbreitet. Ich sage, es haben nur einige noch nicht wirklich gecheckt. Ja. Sie merken zwar, dass immer weniger Leute sie wählen, aber ganz verstanden haben sie es noch nicht. Überhaupt noch nicht. Ja, das stimmt, ja. Aber auch dort wird es einen Umkehrschwung geben. Ja. In der Kirche hat sich, glaube ich, schon ein bisschen was geändert. Durch unseren neuen Papst, also ist da vielleicht auch ein neuer Wind hineingekommen. Ich habe immer gesagt, Ich wollte auch sagen, das sind jahrelang sind Kinder missbraucht worden. Ja. Und das ist einfach verduscht und weggewischt worden. Und nur wenn das offen gelegt wird, kann es auch geändert werden. Genau. Und Dinge, die so... Das hören wir in der Zeitung oder lesen wir immer wieder über die Hypo, die sind einfach vorher verwischt worden. Ja. Das probieren jetzt noch manche verwischen, aber das wird nicht mehr gehen. Ja. Prüfungskommissionen, die jahrelang ihre Prüflinge, ich sage, gequält haben, die werden heute aufgenommen. Ja. Jetzt dabei ist es nur verboten, ein Tonband vorzulegen. Die werden sich alle noch anschauen, weil wenn jemand, ich sage, durch eine gedückte Prüfung einen jungen Menschen nicht weiterkommen lässt, dann hindert er diesen am Wachstum. Ja. Und ich bin mir sicher, dass so etwas bestraft werden wird, so wie jetzt das bestraft wird, was in der Hypo gemacht worden ist. Ja, definitiv. Sie sind jetzt schon seit Jahrzehnten, wenn ich sagen darf, Unternehmer. Also wenn ich da schaue, mit 15 Jahren das erste Geld verdient, ist Ihnen das in die Wiege gelegt worden, oder? Unternehmer zu sein? Ja, ich glaube schon. Also, das habe ich natürlich, ich bin in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen und mein Vater, der hat mir einfach, wenn ich mal eine gute Note bekommen habe, das auch also hat es vielleicht einmal 5 Schilling gegeben. Okay. Manche haben gesagt, na, das gehört sich nicht. Ich glaube, dass das ganz gut war, weil ich habe von Haus aus gelernt, wenn ich bestimmte Dinge erreiche, dann kann ich mir vielleicht etwas kaufen damit oder mir etwas leisten und wir leben halt einfach einmal in einer Leistungsgesellschaft. Da hat es unterschiedliche so gesehen habe ich mein erstes Geld schon, ich sage, mit 5 oder 6 Jahren verdient. Ja, das ist interessant, weil ich bin ja auf dem Land aufgewachsen, aus Bad Rackersburg. Dort haben wir gehabt so eine alte MV50 und mein Bruder und ich haben dann immer Benzin bekommen. Ja, für einen Einser hat es einen halben Liter Benzin gegeben. Wenn es schlecht war, haben wir wissen wieder was aus dem Kanister ausgeschütten. Ja. Aber interessant. Ja, weil es hat dann dadurch ja auch alles seine Wertigkeit bekommen. Genau. Sehen wir dann, wenn ich das so weiter, jeder kennt die Geschichte von Gröbel Möbel, einer der größten Möbelhäuser in der Steiermark, wenn ich sogar glaube Österreich. Ich würde sagen, wir waren das größte in der Steiermark und das viertgrößte in Österreich. Ja, ich meine, ich war noch relativ jung damals, aber ich glaube, meine Eltern waren in Leibniz, war ja auch eine Filiale, glaube ich. Ja, da haben meine Eltern damals die Möbel eingekauft und das war mit diesen Punkten, glaube ich, das. Es waren Ellipsen drauf. Genau, ich meine, ich kann mir nur mehr ein bisschen erinnern aufgrund meines Alters. Ja. Und dann eben das mit Möbel Lutz. Wie ist es jetzt, wenn Sie ein Unternehmen so lange aufgebaut haben, so erfolgreich aufgebaut haben, das dann aufzugeben oder herzugeben? Wie tut man das als Unternehmer? Ich habe das Unternehmen nicht aufgegeben, sondern ich bin eine Kooperation mit der Firma Lutz eingegangen. Die Firma Lutz hat das Werk ja weitergeführt und die machen das auch gut. Und viele Dinge, die wir gehabt haben, werden dort jetzt auch weitergeführt das jetzt in ganz Europa. So gesehen, habe ich einen ganz einen tollen Grundstein dort mitgelegt. Also das Ganze und jetzt schließe ich das einfach, denn der Kreis schließt sich. Ich habe die Berufung gehabt, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Der war damals sehr schwer angeschlagen. Ich habe ihn mit meinen Geschwistern und mit unserem Team ausgebaut und saniert, zum Schluss auf 1100 Mitarbeiter. Ja. Ich habe halt einfach meine Berufung gewechselt. Ja. Damals haben wir Möbel verkauft und jetzt errichten wir den Wohnpark in Graz-Gösting und errichten Wohnungen und jetzt kommen halt dort die Möbel von Lutz IKEA oder Leiner Kicker hinein und halt ja, so beim Lutz verkaufen das noch die ehemaligen Gröbel-Mitarbeiter, weil sehr viele arbeiten dort ja auch. Okay, also war es jetzt da nicht so schwierig, jetzt da, oder vielleicht haben wir das so falsch ausgedrückt, ich bin halt ein Unternehmer, ich will das aufbauen, man ist immer wieder dabei und so weiter und dann trennt man es ja irgendwie
Das ist vielleicht immer gesagt, was hat sich geändert? Vorher war das so, wenn der Vater Bäcker war, dann hat der Sohn Bäcker werden müssen und dann sind die Enkel, haben das auch nochmal gemacht. Ist ja auch nichts einzuwenden dagegen. Heute ist das so, dass es einfach freier ist und ich habe gesehen, der Zeitpunkt war gut, etwas Neues zu machen. Und bei mir war das so, dass ich mir gesagt habe, jetzt habe ich 14 Möbelhäuser gebaut, will ich das ein Leben lang machen. Ich habe gesagt, nein, ich würde gerne mal was anderes machen. Aber dem Wohnen bin ich ja treu geblieben. Das ist gut. Ja, und jetzt, wie ich gelesen habe, sind Sie ja Investor, Innovator, Querdenker, Netzwerker. Querdenker, das gefällt mir ganz gut. Einfach anders denken. Ich will gar nicht sagen, unbedingt anders zu denken, aber vielleicht einfach Dinge anders zu sehen. Kombinieren, weil viele sagen, ich möchte gern gegen den Strom schwimmen. Das will ich nicht. Also, wir müssen mit der Energie schwimmen. Ja, aber innerhalb des Stroms habe ich noch immer die Möglichkeit, schwimme ich in der Mitte, schwimme ich links oder schwimme ich rechts. Oder nehme vielleicht einmal eine Bucht, wo ich reinkomme und sehe vielleicht andere Dinge. Und das versuche ich einfach mit Abstand ein paar Dinge anzuschauen. Und ich sage auch, vieles kritisch zu hinterfragen. Mhm. Auch wenn ich ein grenzenloser Optimist bin. Aber das hält mich nicht davor ab, kritisch zu hinterfragen. Genau. Es hält mich auch nichts davon ab, wenn ich was toll finde, dass ich Leute wirklich lobe und sage, das finde ich spitze. Wenn mir Verkäufer gut beratet, dann sage ich bitte danke für die tolle Beratung. Sie haben mir ein tolles Produkt gekauft. Dann sage ich, das hat schon lange nicht mehr gesagt. Okay. Wieso? Bin ja froh, dass Sie mir ein tolles Produkt verkaufen, mir die Hintergründe sagen. Ja, Umgekehrt sage ich, wenn ich sehe, dass jemand, total demotiviert ist, ich sage, im Flugzeug habe ich ja Stewardess angesprochen, sage ich, ganz, Sie machen Ihren Job nicht gern. Ich sage, wieso kommen Sie drauf? Sage ich, ich sehe das vollkommen, das machen Sie nicht gern. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn ich lauter solche Gäste habe wie Sie, dann sage ich, Sie haben mir vorher schon wieder geschaut, bevor ich überhaupt was gesagt habe. Ja? Und das sage ich dann auch. Vielleicht hat sie mal drüber nachgedacht, weil ich glaube, viele wären froh, wenn es Stewardess sein könnten, in der Welt rumfliegen und das machen. Vielleicht hat es einen schlechten Tag gehabt. Das kann auch sein. Aber ich sage das dann auch. Nein, stimmt schon. Man sieht es ja den Menschen an. Ja. Und was ich gerade vorher gesagt habe, jetzt der Verkäufer, das mit Callcenter Mitarbeiter gemacht, wenn sie die meisten tun, nur einen Text runterlesen, dann gibt es aber Personen, die dann freisprechen, motiviert. Dann sage ich, ich kaufe bei Ihnen zwar nichts, aber so wie Sie heute geredet haben, spitzenmäßig. Und im ersten Moment denken sie, die Leute, machen das ernst, wollen mich veräppeln oder wie auch immer. Und weil sie so dann Verkäufer. Ich muss jetzt aber noch was sagen. Interrail im Flugzeug werde ich gut betreuen. Also nicht, dass ich jetzt die Stewardessen dann von mir angegriffen habe. Nein, überhaupt nicht. Übrigens, meine Frau ist eine Zeit lang bei der Lauda Air geflogen. Weil sie gesagt haben, Verkäufer, was hat sich da jetzt im Verkauf geändert die letzten Jahre? Merken Sie da auch was? Dass es mehr menschlicher geworden ist bei gewissen Firmen? Oder ich glaube schon, also ich glaube, dass beides ist. Also ich glaube, dass es menschlicher geworden ist und ich weiß, dass sich der Verkauf einfach geändert hat. Es ist auch so, dass teilweise die Kunden über Produkte ja schon besser informiert sind als der Verkäufer selbst, weil ich kann, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Mediamarkt arbeite oder dann kann der nicht alle Fernseher auswendig wissen oder alle Festplatten und was weiß ich, was es dort alles gibt. Der Kunde interessiert sich für was, informiert sich vorher im Internet und will sich das dann anschauen. Schaut auf was für Preise. Ja, weiß also weltweit, wo etwas kostet oder zumindest im deutschsprachigen Raum. Und das hat natürlich sehr, sehr viele Vorteile und sehr viele Nachteile. Ja. Und was ist aber ist, es wird transparenter und ehrlicher. Ja. Weil ich nehme jetzt zum Beispiel das, was ich sagen, seit sich geändert, das eBay. Mhm. Im eBay, wenn Sie dort Kunden betrügen, dann werden Sie binnen kürzester Zeit entlarvt. Ja. Weil ich kann mir jede Kundenbewertung anschauen und wenn dort jemand betrügt, dann wird das offengelegt. Und wenn jemand sagt, dass das eine unehrliche Plattform ist, der hat noch nicht wirklich, ich sage, sich mit eBay auseinandergesetzt. Nein, das stimmt. Es gibt auch dort schwarze Schafe, keine Frage. Klar, das ist logisch, ja. Da habe ich erst vor kurzem beim Webinar gehört, im Internet die neue Währung ist einfach das Vertrauen. Ja, das heißt, Vertrauen aufbauen, ehrlich arbeiten. Deswegen habe ich schon 2012 mit Videos angefangen, weil ich einfach, und das gefällt mir, was Sie gesagt haben, mit diesem, auch wenn ein Fallfehler drinnen ist, das ist ehrlich gesagt mir auch egal, weil es immer um das Authentische geht und nicht um das Ganze verstellen, nur damit ich den anderen gefall.
Ja, das bringt überhaupt nichts. Ja. Und zum Abschluss jetzt, weil dann noch liest, das Prinzip geben und nehmen, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Ich habe das jetzt so eingeführt, dass immer so zum Abschluss von einem Gespräch der sogenannte Do-It-Tipp. Ja. Und einfach so jetzt da ohne im Kopf groß nachzudenken, einfach aus dem Bauchgefühl, was möchten Sie den Menschen draußen noch so mitgeben jetzt als letzte Worte für dieses Interview? Ja, das ist natürlich nicht einfach, Ist klar. weil ich würde, das, was für den einen richtig ist, ist für den anderen einfach falsch. Aber ich glaube, was ich jedem mitgeben kann, ist einfach einmal für sich herauszufinden, was ist meine Lebensaufgabe, was ist meine Mission. Ja, Und dort habe ich mal ein Seminar besucht und dort hat der Seminarleiter oder die Leiterin gefragt, was hast du als Kind sehr gern getan? Und dann ist mir bewusst worden, als Kind habe ich extrem gerne mit Lego-Steinen Oh gespielt. mein Gott, ich glaube, Und wir können uns ein Lego-Spiel ich habe Häuser gebaut. Ich habe treffen. Häuser gebaut, habe die leidenschaftlich gern eingerichtet und ich habe als Kind auch sehr gern DKT gespielt. Also das war ein Spiel, wo sie durch Ich glaube, wir sehen Fragen schon, wir einfach müssen das was nächste ausbauen Interview damit können. Ja. ausmachen. Und wenn jemand jetzt nachschaut, was habe ich in der Kindheit gern gemacht, dann kann er nicht ganz falsch liegen. Na, ich sage vielen Dank für dieses tolle Interview jetzt da mit Lego-Spielen und so weiter. Also haben sie mich auch getroffen. Meine 30er-Feier war eine Lego-Party. Ja, wieso soll es einer verbieten, dass man mit 30 gar nicht Lego spielen kann oder wie auch immer? Ich sage vielen Dank für die Zeit, Herr Gröbel. Bitte gerne. Und vielleicht sehen wir uns ja wieder mal in Zukunft. Würde mich Ich freuen. sage danke für die guten Fragen, weil ein Interview lebt ja in der Regel von den Fragen und ist für mich nicht selbstverständlich, Ja. so gut und gezielt gefragt zu werden. Super, Dankeschön. danke. Dankeschön, Herr Gröbel.